der Notaufnahme übernimmt Assistenzarzt Li Fan den Patienten Jens. Der 33-Jährige ist bei einem Treffen mit seiner Bekannten Diana aus unerklärlichen Gründen gestürzt. Sein Verhalten wird den Mediziner noch Kopfzerbrechen bereiten. Ja, also der Jens und ich, wir waren an der Rheinpromenade, wir sind Kaffee trinken gewesen und dann haben wir uns da auf so eine Mauer gesetzt und uns unterhalten. Und dann ist er plötzlich, ganz plötzlich, von dieser Mauer gefallen. Ich weiß nicht, es schien mir, als hätte er sich erschrocken, vielleicht vom Fahrrad oder der Klingel, aber das sah echt schlimm aus. Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen bei ihm, Diabetes, irgendwelche Herz-Kreislauf-Probleme? Also nicht, dass ich wüsste. Also wir kennen uns zwar schon sehr lange, ich habe ihn aber jetzt auch schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen, aber eigentlich war er vorher immer kerngesund und also Diabetes oder sowas weiß ich nichts von. Also. Okay. Soll ich mal öffnen einmal? Ja, Herr Walter? Ich mach mal das Pflaster ab an der Stirn. Wir machen mal einen Ultraschall von Ihrem Bauch, ja? Steffi, ich gehe einmal noch mal kurz nach vorne. Ne? Ich bin gleich wieder da. Gleich. So, da der Kopfschmerzen hat, wundert mich auch. Was ist los? Mein Gott. Was ist los? Was ist los? Herr Walter, Herr Walter, bleiben Sie liegen. Was ist passiert? Jens, ist alles okay? Sprechen Sie mit uns, Herr Walter. Sie müssen keine Angst haben. Das ist halt richtig. Herr Walter, Sie haben keine Wunde. Ja, erhöhter Puls, 120. Wie ist der Blutdruck? So, ich mache jetzt eine kurze Untersuchung. Li Fan prüft, ob der 33-Jährige innere Verletzungen hat. Während des Ultraschalls bemerkt er, dass sich Jens von dem Schrecken gar nicht mehr erholt. Dass sein Schockzustand einen dramatischen Grund hat, weiß der Arzt noch nicht. Konnte man denn jetzt irgendwas sehen mit dem Ultraschall? Also wissen Sie jetzt, hör mal, die war aber zu, die Tür. Ja, schon. Haben alle einen Schock gekriegt. Ich fasse mal zusammen. Herr Walter ist aus 2 Metern Höhe runtergefallen. Ja. Hat eine Kopfplatzwunde, hat aber keinen Verdacht auf eine Blutung in den inneren Organe. Wir wissen nicht, was mit dem Körper ist. Okay. Ist das in Ordnung für Sie, wenn wir ihn jetzt rüberschieben? Nee. Traumaspirale ist angemeldet. In der Notsituation müssen wir diagnostisch vorgehen, nach Schema. Also ein CT vom ganzen Körper machen, ob da eine Blutung ist oder ob ein Knochen beteiligt ist. Das erklärt aber vielleicht noch nicht, warum der Patient von der Mauer gestürzt ist. Denn das war noch ein Rätsel. Für Li Fan ist noch nicht absehbar, dass Jens Schreckhaftigkeit mit einem lang zurückliegenden Erlebnis zu tun hat. Bei der nächsten Patientin sind die Beschwerden ganz frisch. Empfangsdame Martha hat seit dem Morgen eine dicke Lippe. Ja, ich bin heute Morgen wach geworden und sah dann so aus. Also ganz unangenehm, das brennt und juckt und spannend. Herpes bei Ihnen bekannt? Eigentlich nicht, mit sowas habe ich nie Probleme. Wie ist mit Juckreiz? Ja, es juckt halt, ne, und spannend und es ist wirklich sehr unangenehm. Ist da Flüssigkeit rausgekommen? Ja, so ein bisschen. Also es ist, wie gesagt, heute Morgen plötzlich hatte ich das dann da, ne? Also keine Allergie oder kannst du mir nicht erklären. Sind Allergien bekannt bei Ihnen? Sind bei ihr Allergien bekannt? Also nicht, dass ich das je mitgekriegt hätte. Nee. Also bis jetzt hast du auch noch nie irgendwie Herpes oder sowas gehabt, nein, ne? Also Frau Herbst kam mit ihrem Ehemann in die Klinik, hatte Blasen an der Lippe entwickelt. Und ich wusste nicht so recht, wie die entstanden sind, denn einer allergischen Reaktion konnte man das nicht zuordnen. Und einen neuen Lippenstift hat sie auch nicht benutzt. Also kam mir nur eine andere Sache in den Sinn. Also sie sind auch ziemlich braun. Ja, mein Gott, ist es auch vom Schminken vielleicht so ein bisschen, ne? Ich würde sogar fast sagen, sieht fast aus wie ein Sonnenbrand. Ja, aber wie soll sie denn einen Sonnenbrand kriegen? Wir haben Herbst, also das kann ja nicht sein. Schauen Sie mal, die Haut hier an den Händen, das... Ja, ich würde fast sagen, dass Sie einen Sonnenbrand haben. Ja, wo soll sie den denn haben? Ja, mein Gott. Ich war dann halt mal die Tage auf der Sonnenbank. Schatz, auf der Sonnenbank? Ja, aber wirklich nur im Gesicht. Also, aber wir hatten das Thema doch. Du weißt, dass meine Mutter an Hautkrebs gestorben ist. Ja, aber du weißt, in meinem Job, ich muss immer gut aussehen, gut gekleidet. Aber du siehst doch, wie gefährlich das ist. Ja, aber ich sehe halt aus wie eine Leiche. Mein Gott, das kann ich in meinem Job nicht gebrauchen. Ich bin am Empfang tätig und die Leute haben sich schon lustig gemacht. Und dann habe ich halt gedacht, gut, im Gesicht so ein bisschen. Ich habe ja halt nur den Gesichtsbräuner benutzt. Okay, haben Sie sich vorher eingecremt? Nee. Ja, es musste schnell gehen, weil er sollte das ja auch nicht mitbekommen. Und dann wollte ich halt eben schnell in der Mittagspause, bin ich dann mal eben schnell auf die Sonnenbank. Und da war auch alles okay. Und nur heute Morgen sah ich dann halt so aus. Und das sind Verbrennungen zweiten Grades. Verbrennungen? Man kann sich die Lippe auf der Sonnenbank verbrennen? Ja. Das habe ich ja noch nie gehört. Ich meine, sie ist früher immer auf die Sonnenbank gegangen. Und da hatte sie dann auch nie Verbrennungen. Wissen Sie, was passiert, wenn es kalt wird draußen? Was wird mit den Lippen? Die werden trocken. Und welche Farbe bekommen die? Blau. Danke.
Und das passiert, weil die Lippen eine sehr, sehr dünne Haut haben und trotzdem sehr gut durchblutet sind. Und die Lippen können auch nicht braun werden, weil sie das Melanin nicht haben, diesen braunen Farbstoff, der die Haut schützen soll später. So am besten da nicht so direkt dran. Ja, genau, gehen Sie nicht dran. Jeden Winter erneut entfacht die Diskussion über Sonnenbänke. Fakt ist, dass UV-Strahlung das Krebsrisiko erhöht. Andererseits kann man auch sagen, dass diese UVB-Strahlung, die man bekommt, einen Vitamin-D-Ausgleich, also das Vitamin ausgleicht, weil es in den Wintermonaten einfach nicht so viel Sonnenschein gibt. Diese UVB-Strahlung ist aber ganz besonders hautkrebserzeugend. Was ich meinen Patienten rate, ist, geht lieber nach draußen und versucht Sonnenschein aufzunehmen, denn das Solarium erhöht das Hautkrebsrisiko. Was mache ich jetzt? Ich kann ja nicht so rumlaufen. Man kann da nicht groß was machen. Sie können Quarkauflagen drauf tun. Im Endeffekt müssen Sie einfach nur abwarten. Okay. Weil Sie haben eine Verbrennung zweiten Grades, es sind Blasen entstanden. Oh mein Gott. Und nicht anfassen, ja, nicht anfassen. Okay, ja. Das ist auch noch ein Verbot, nicht anfassen, weil sonst kommen Bakterien rein und dann kann ich das entzünden. Und dann landen sie ganz schnell wieder bei uns und das wollen wir alle nicht, oder? Okay, ja. Ich glaube, es war auch ein ganz guter Case, dass man auch merkt, wie leicht der Körper eigentlich auf Sonne reagiert und wie empfindlich man ist und wie sehr man darauf achten muss, dass man sich eincremt und auch nicht, sich nicht zu lange und zu starker Sonne aussetzt. Ich glaube, dass es wirklich eine Lehre für dich gewesen ist. Und sind wir froh, dass es in Anführungsstrichen noch glimpflich ausgegangen ist. Und ich glaube, lieber ein bisschen blasser, als mit so einer Lippe rumlaufen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Marthas Lippe wird problemlos von allein verheilen. Der erste Patient hingegen muss weiter beobachtet werden, denn er hat sich bei seinem Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen. Jens Verhalten wird aber zum viel größeren Problem. Blutergebnis ist völlig normal. Mhm. Kommt das aus Ihrem Zimmer? Ja. Könnt ihr mal schauen? Hallo? Hallo? Oh, was passiert? Was ist passiert? Hallo? Oh. Was ist denn los? Ich hab die Was ist denn überhaupt passiert? Was ist, darf ich mal einmal gucken? Du, ich hol mal eben die Kühlpack. Danke. Setzen Sie sich mal eben. Was ist denn überhaupt passiert? Ich hab grad die Hand vom Jens, hab ich irgendwie... Irgendwie hat er mich ins Gesicht geschlagen. Warum? Ins Gesicht geschlagen? Warum haben Sie das gemacht? Aber ist er jetzt keine Wildfremde? Sie kennen sie ja, ne? Nicht anfassen. So. Oh Mann. Schauen Sie sich mal an. Können Sie der Hand folgen? Ja. Nee, das ist gut. Das tut aber deshalb nicht weh. Es geht. Hier? Nee, da nicht. Hier? Da. Ja. Ja, sie ist aber stabil. Die ist stabil. Nach Angabe von Herrn Walter hat er einen Albtraum und ich weiß nicht, wie der Albtraum abgelaufen ist, aber er hat dann seinen Ellbogen gehoben und seiner Freundin einen Ellbogenschlag in die Nase gegeben. Die hat dann geblutet und ich konnte mir das nicht erklären. Es ist alles noch sehr rätselhaft. Können Sie mir erklären, was passiert ist? Nach vorne. Ich weiß auch nicht. Sie hat ganz ruhig geschlafen, du kannst keinen Albtraum haben. Haben Sie ihr mit Absicht eine zugesetzt? Kopf. Das will ich ja nicht. Herr Walter, wir brauchen jetzt Ihre Hilfe. Haben Sie sie mit Absicht? Sie war einfach so vor mir. Ich habe mich erschrocken. Aber du kennst mich doch. Sie doch schon. Wieso erschreckst du dich vor mir? Ich weiß auch nicht. Jens, das ist nicht normal. Also du warst noch nie schreckhaft. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, erst die Fahrradklingel, jetzt erschreckst du dich sogar vor mir. Da stimmt doch irgendwas nicht. Du übertreibst. Ich übertreibe? Wir liegen hier wegen dir im Krankenhaus. Also, irgendwas ist doch mit dir. Sag doch. Okay, Herr Walter, ich glaube, Entschuldigung, aber... Ich kläre Sie erstmal auf über die Ergebnisse der Untersuchungen, okay? Die Ergebnisse der Blutuntersuchung und des CTs waren völlig unauffällig. Er hat ein unglaubliches Glück gehabt, auch vom Kopf her. Natürlich hat er ein Schädel-Hirn-Trauma mitgenommen, da werden wir ihn noch beobachten. Aber auf den ersten Blick, super, einen sehr großen Schutzengel gehabt. Nichtsdestotrotz ist Ihr Blutdruck und Ihr Puls, der ist einfach erhöht. Der war bei 120 bei uns. Ja. Haben Sie was bemerkt? Ist es für Sie normal, dass das Herz so schnell schlägt? Ich habe immer nur Kopfschmerzen, so stark. Du bist doch eigentlich kerngesund, jetzt hast du einen hohen Puls und ich verstehe das nicht. Wir wissen auch, mal reden. Wir wissen auch nicht, warum Sie da runtergefallen sind. Ich meine... Ja, was mit Fahrradfahren hinter uns?
Ja, aber Fahrradfahrer gibt es überall auf der Straße. Deswegen fällt man nicht von der Mauer. Also ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir behalten Sie noch mal da. Wir machen ein 24-Stunden-EKG, ein Herzecho, eine Blutdruckuntersuchung und also das mit dem Puls, das macht mir noch Sorgen. Aber das finden wir raus, ja? Die ausweichenden Antworten des Patienten machen auf Li Fan den Eindruck, als würde er etwas verheimlichen. Am nächsten Morgen liegen Jens Ergebnisse des Herzultraschalls vor. Und die sind ebenso ungewöhnlich wie alarmierend. Wie sieht's aus? Ich war gerade am Erklären, dass der Blutdruck ist zu hoch. Der Puls ist auch zu hoch. Es ist, als wie der Körper. Also, wir können es nicht erklären, aber es ist, als wenn der Körper in Alarmbereitschaft wäre. Sag mal, was ist denn los mit dir? Warte mal kurz, ich leg mal hin. Oh. Was ist das? Kannst du mir mal bitte verraten, was das ist? Wieso hast du Pfefferspray? Pfefferspray? Also, das würde ich als Frauen mitnehmen, aber seit wann? Du kannst dich doch auch so verteidigen. Wovor überhaupt? Was ist? Sag doch jetzt mal was, bitte. Ja, aber ich muss dir was erzählen. Ich glaube, ich muss dir was erzählen. Ich wurde überfallen. Wie, du wurdest überfallen? Wann? Im Frühjahr, ist ein paar Monate her. Ist alles so schnell passiert. Die Typen haben mich irgendwie von hinten gepackt. Das war so am Straßenrand. Ich habe angehalten, um den Typen zu helfen. Und plötzlich haben sie mich von hinten gepackt. Und einer hat mir ein Messer dran gehalten. Und ich spüre das jetzt noch, dieses Messer hier. Und ich habe geschrien und die haben gesagt, die bringen mich um, wenn ich noch mal schreie. Oh Gott, es tut mir so leid. Warum hast du denn nichts erzählt? Ich wollte dich jetzt auch nicht belasten in England. Ja gut, aber wir erzählen uns doch sonst auch alles. Und das ist doch, sowas muss ich doch wissen. Ja, ich dachte, mit dir komme ich auf andere Gedanken, wenn du da bist. Jetzt weiß ich auch, was mit dir los ist. Das ist ja kein Wunder, dass du dich wegen jeder Kleinigkeit erschreckst. Ach, das erklärt denn auch, warum sie vom Körper her so eine Reaktion gezeigt haben. Weil sie einfach in ständiger Panik sind. Wir haben in der Klinik auch eine sehr gute Anbindung an die, sowas heißt eine psychische Belastungsstörung, die sie entwickelt haben. Sowas passiert sehr vielen Menschen. Ich meine, viele Menschen erleiden Traumata in der Kindheit, im Erwachsenenalter. Einige Leute, die zum Beispiel ins Ausland gehen und im Krieg sind. Das kann man behandeln, aber man muss das angehen. Es gibt einen Spruch, der sagt, die Täter bekommen nur wenige Jahre, die Opfer bekommen immer lebenslänglich. Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, Gott sei Dank. Aber oft müssen Opfer von Verbrechen auch noch Jahre danach die Sachen verarbeiten, selbst wenn der Körper unversehrt geblieben ist. Wichtig ist, wenn man sowas erlitten hat, dass man sich Hilfe sucht und nicht versucht, das alleine zu bewältigen. Da gibt es zum Beispiel den Verein Weißer Ring, der anonym und kostenfrei Leute berät, denen sowas widerfahren ist. Ich bin ja auch wieder da. Okay. Jetzt passe ich ein bisschen auf dich auf. Gehen Sie nicht mehr weg? Nee, alleine. Genau. Sie sind ja bestens aufgehoben. Allein lassen kann man dich ja scheinbar nicht. Da kann ich Ihnen zusichern, die Panikattacken und so, das geht zurück durch die Therapie. Das wird schon. Mach dir mal keinen Kopf. Alles Gute, Herr Walter, ja? Danke. Passen Sie gut auf ihn auf. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Der Patient beginnt eine Therapie, mit der er den Überfall verarbeiten kann. Seine Schreckhaftigkeit lässt dadurch nach und sein Puls und sein Herzschlag normalisieren sich wieder. Jens ist schon bald wieder ganz der Alte.